Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Wir spielen heute ein bisschen No Man's Sky, da werde ich wahrscheinlich den dauerhaften Todmodus eine extreme Herausforderung spielen und mal schauen, ob wir es zur Mitte der Galaxie schaffen. Also, los geht's. Dauerhafter Tod. Ein extremer Herausforderer. Jedweder Fortschritt geht beim Tod verloren. Stell dich dem Risiko des dauerhaften Todes mit den erhöhten Risiken und Gefahren des Überlebensmodus. Na dann auf. Vielleicht kann man doch ja wenigstens speichern. Ich will gucken, dass die Folgen dann immer so um die 30 Minuten dauern, dass es nicht zu lang gibt. Da würde ich dann jede Woche eine machen. Initialisierung. Initialisieren Sie mal. Oha. Oh, da haben wir mal einen schönen Planetenkrit. 35 Grad, 1,8 Grad und 67,8 Toxic. Super. Können wir gleich schon statt Atrium suchen. Ah ja, da ist ja schon welches. Ist schon. Oh, ist es nicht schön. Ätzende Feuchtigkeit. Entspannt. Flora massenhaft. Fauna normal. Ich würde sagen, wir schnappen uns direkt. Ja, ziemlich direkt Natrium. Giftschutz nimmt ab. Exoanzug. Oh ja. Okay, jetzt sagen, müssten wir ganz dringend den Scanner reparieren. Brauchen wir dann Ferritstaub, 75 Ferritstaub. Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier enthält Ferritstaub. Oh ja. Oh, 28. Okay. Kein Analysevisier installiert. Okay, können wir da nicht verwenden. Jetzt 75, ja. Komm schon, komm schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Atrium. Oha, Raketenstiefel haben wir also auch keine. Raumschiffsignal entdeckt, das ist schon mal gut. Da kann man sich nämlich reinsetzen. Ja, gibt ab am Raumschiff da längs. 600 Uhr. Oh, Mann, Mann, Mann. Keiner sieht es hier. Okay, dann. Weiser Voraussicht, nehmen wir ein bisschen Kohlenstoff mit für den Minenlaser. Dann wäre es auch nicht schlecht, wenn wir mal Sauerstoff finden würden. Ja. Oha. O2. Das ist schon mal gut.
nehme ich doch schon mal mit. Das nehmen wir doch auch schon mal mit. Das wird mir ja noch wichtig, denke ich. Brauchen wir immer zum Antrieb. Hier, Ferritstab. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen, weil dann sind wir wahrscheinlich tot. Mann, das geht auf die Lebenserhaltung. Scanner wird aufgeladen. Zart. Alles mit. Ja, ja, ist mir bewusst. Ja, wir kümmern uns drum. Atrium, Sauerstoff, aber eine Lebenserhaltungskalk hier. Ja, wie auch immer. Sehr toxisch hier. Können wir jetzt nochmal scannen. Sehr schön. NA plus. Ich kann mal das abbauen. Schlecht. Protonanlage, rundes Planet. Und so. Okay. Nehme ich. Das nehme ich auch. Gleich mal hier anpassen. Die Musik ist sehr laut. Aber nehme ich zuerst mit. Ja. Dann gehen wir uns mal unser Schiffchen angucken. Strahlensäule BC1. Iteration Nummer online. Atlasverbindung unregelmäßig. Startschub diesen offline. Impulsantrieb offline. Mein Echoanzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff gelenkt. Die Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe und ich muss davon ausgehen, dass es mich angehört. Ich kann mich weder daran noch erinnern. Weder daran noch an etwas davor. Protokoll lesen. Nicht verfügbar, Datenwert ersetzt. Exoanzug verbunden. Forscher, Pilot sollte Wartung durchführen. Oh, okay. Jetzt muss ich auch noch was schaffen. Selbstgesteuerte Reparatur. Eingeleitet. Okay. Kümmern wir uns jetzt erstmal um uns. Also, mehr Hand. Gefahrenschutz, der sollte sich eigentlich jetzt aufladen. Macht er auch Lebenserhaltung? So, Raumschiff. Was haben wir dann in Technologie dabei? Nix. Fracht? Nix. Und ja. Multiwerkzeug hat Minenlaser.
Oh, was ganz Nettes. Raumschiff. Okay, chillt geht schon mal. Startschuhdiese braucht reines Ferret. Die Wasserstoff-Genie. Okay. Ich kann mir das schon herstellen. Sehr gut, sehr gut. Werden wir mal einen Teil reparieren. Ah, okay. Braucht der Impulsantrieb. Metallplatten und hermetische Siegel. Okay, wie geht das? Peritstau. Oh, ist ein hermetischer Siegelbau. Weiß ich nicht. Schön. Steige mit E aus. Ja, dann machen wir das mal. Übertragen. Vielleicht kommt ja jemand. Nö. Da nicht. Hier ist noch Zeug. Atlas-Pass erfordere ich. Okay. Aber nicht. Also, wir brauchen Ferritstaub. So wie das aussieht. Das wird mal so finden können. Analysevisier. Nicht installiert. Okay. Gucken wir mal, ob wir das bauen können. Dafür brauchen wir ein Kohlenstoff-Nanorohr. Komm mal hin. Brauchen wir hier mal mehr Ferritstoff. Man kann auch was abbauen, indem man rinhaut. Wer jetzt zum Beispiel keinen Antrieb mehr hat. Oh, da gibt es doch ordentlich mehr. Also, wenn wir das mal fortführen. Falls man zum Beispiel keinen Treibstoff mehr hat für sein Multitool. Ja, wir gehen gleich wieder ins Schiffchen. Ach, nett. Das schaffen wir nämlich nicht. Okay, Ferritstaub. Man bedienen uns ein paar Mal. Schauen wir mal, wie viel mal raus können, wenn wir nur reinhauen. 23, 29, oder? 45, okay. Und den da? Mal ja bei 90 dann. Naja, dann kloppen wir halt ein bisschen dran rum. Cismatico tritt dann im Spiel ein.
Okay. Scheint da nicht korrekt hingestellt zu sein. Sprachschild aus, Textschild jeder. Kann Spieler schaden? Niemand. Kann Basiszahl hinzufügen? Freunde? Nur Freunde? Nur Freunde? Zu Fuß markieren sehen? Nur Freunde? Sprachschild aus, Textschild jeder. Spieltritt möglich für nur bei Einladung? Nur Freunde? Nur Freunde, ich will hier eigentlich nicht umgebrochen gehen. So, wir sollen herstellen Metallplatten. Ihr wollt das? Ja. Ne? Gut. Gut. So, was haben wir gebraucht für Multiwerkzeug? Kohlenstoff Nano. Können wir das bauen? Können wir bauen. Sehr gut. Ihr Scanner. Das haben wir nicht. Null Unions, null Nanit, null Quecksilber. Oh, wir sind richtig blank. Okay, reines Ferrit. Habe ich nicht. Hermetisches Siegel. Hermetisches Siegel. Finde ich hier nicht. Repariere Gegenstände. Lege den Impulsantrieb mit Metallplatten. Okay, ich soll Impulsantrieb reparieren. Flicke den Impulsantrieb. Okay, haben wir gemacht. Oha, es geht weiter. Raumschiff schwer bezählt, will ich. Ja, aber okay. Benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Bildung. Ja, nee. Notrufsignallager bergen. Okay. Navigationsdaten. Stelle Metallplatten her. Gehen wir wieder rein. So, Anzug. Bauer einen Signal-Nahl-Booster. Okay. Stelle einen Kohlenstoff-Nano-Rohr her. Gut, komm rein. Bauer einen Signal-Booster. Okay, ja, versuchen wir das mal. Sehr gut. Gib geborgene Navigationsdaten ein. Okay, Daten eingeben. Und du? Ja, dann das. Oha, da ist was. Koordinaten entschlüsselt, okay. Na, oh, die muss man mitnehmen. Erreiche die Koordinaten. Da kann man wahrscheinlich nicht hinfliehen, weil man nicht wissen, wie ein hermetisches Siegel geht. An den Startschubdüse hätten könnte man hinfliehen. Brauchen wir reines Ferret. Sehe hier aber gerade, dass wir hier Technologie bauen können. Aber
bräuchte man nur einen Sauerstofffilter. Den kann man vielleicht bauen. Nein. Okay. Kann man sonst noch irgendwas bauen? Technologie? Okay, ich kann auch dahin bauen. Reines Ferrit. Die Werkzeug. Jetzt können wir auch nicht bauen. Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Kohlenstoff haben wir noch ein bisschen. Natrium, Natriumnitrat. Ferritstaub, die Wasserstoff. Okay. Das ist nichts anderes übrig, als dahin zu laufen. Bühnen Kürbis, Kürbisknolle, damit kann ich nichts machen, ne? Oha. Oh, hier erhöht sich der Giftschutz. Ich schon mal das ein oder andere scannen. Ich kriege dann nur Units. Giftiger Regensturm nähert sich. Oh nein. Graben kann ich noch nicht. Okay. Wir sollen also... Wir haben wieder ein Raumschiff, so wie es aussieht. Weil Sturm den... Was? 100 Tossig. Wir gehen jetzt mal nochmal hier ran. Sturm, das geht so nicht. Immer irgendwas machen. Können irgendwas machen. Oh, ich habe ein paar Units. Tetragobalt. Könnten wir. Oh. Suche nach einem hermetischen Ost. Okay. Binde ein hermetisches Siegel. Sich hin. Noch alles null. Oh. Yeah. Wir sind jetzt mal nochmal kreativ. Rudolf. Start. Planet. Naja. Und dann nennen wir hier. Rudolf, Start, Galaxie. Sehr schön. Wir haben sogar Pflanzen entdeckt. Oh. 37 Nanitgrid. Toxizität extern. 109 Tox. Raumschiffscanner. Raumschiffscanner geht. Was? Abheben geht noch nicht. Wir können doch nicht raus, so. Also hier brauchen wir ein hermetisches Siegel. Und hier brauchen wir einen Ferret.
Wenn ich eine Raffinerie hätte, könnte ich reines Ferrit machen. Lebenserhaltung, noch ein bisschen Sauerstoff. Sturm lässt sich auch. Na also. Wir können mal hier los. So, das war hier links. Das könnte noch ein Problem gehen. Oh, hallo, kleines Tierchen. Was haben wir denn hier? Gefährliche Flora. Nehme ich. Moment, aber nicht viel, dann holen wir das mit. Oh, 5 Natrium. Oha. Dann gibt's hier zum Klick. Bisschen Natrium ab und zu. Ah, hoppla. Kohlenstoff und Sauerstoff. Das jetzt mal gerade hier mal so sehe. Wird doch hier ein Kristall rum. Und hier ist ein bisschen Natrium. Die scannen wir noch. Dann laden wir unseren Anzug auf. Ja, ich bin ja schon da. So, und dann eben der Kristall Tetrakobalt. Schon mal interessant. Vielleicht kommen wir dorthin. Wir müssen das Siegel da finden, sonst kommen wir hier nicht weiter. Dass nochmal ein Sturm aufzieht. Oder hat gefällt der Lebenserhaltung, aber gar nicht das hier. Unbekannt, Moment mal. Das ist aber noch ein Weg hier.
Eieie. So ein... Boah, ein Drittel Schild hat das gekostet. So. Er hat ja geklärt. Geht's jetzt Material? Ja gut, so. Weiter. Was ist es denn noch? 400 Uno. Wieder so ein gefährliches Ding hier. Da unten ist eine Richtung, aber wir müssen hier hin. Noch 200 Euro, komm schon. Schön fernhalten von allem, hier ist alles gefährlich. Oha. Scanner wird aufgeladen. Fenster aufkommen. Erholen wir uns hier mal. Deck 7 Protokollen beschädigt. Eintrag folgt. Niemand macht diese Aufzeichnung für den Fall. Das Hinterlasse im Hersteller könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt, kann Schiff nicht schön. Weiter Berg. Oh, ich habe ein hermetisches Siegel. Erhalten. Exemplar erforschen. Okay. Das hat gewollt, also. Also, wir haben jetzt ein hermetisches Siegel. Oh, Schlüssel Navigationsdaten. Nehme ich. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rudolf.